Neue Jacke. Hab mir eine neue Jacke gekauft. Runtergesetzt von 100 Euro auf 10 Euro. Boah. Was habe ich denn überhaupt heute? Was wollte ich denn vorstellen? Ach ja, welche Nummern waren das? 226 und A210. Das sollte ich mir merken. Das sollte ich mir merken. Ja, wird ja auch wieder kalt, ne? So. Ja. A226 und A210. Das passt jetzt nicht wirklich zum Shirt. Mist. Einmal das Modell 220 und einmal das Modell 226. Nein, das stimmt überhaupt nicht. So, jetzt ein anderes Shirt. Ich hoffe, das passt ein bisschen besser. 210. What? 226. Kann ja nicht so schwer sein. Sieht das cooler aus? Ja, ich glaube schon, ne? Ja. Sieht cooler aus. Hallo. Ja. Hallo, seid gegrüßt. Heute für euch wieder im Angebot Bluetooth Speaker. Und zwar gleich zwei Stück. Ich wollte erst einzeln veröffentlichen, aber dann dachte ich mir, ich mache daraus ein Video. Kommen schließlich beide aus dem gleichen Hause. Und zwar von Archer. Einmal hätten wir hier das Modell 210 und einmal das Modell 226. Die beiden Bluetooth Speaker, die werde ich jetzt mal auspacken. Und dann natürlich auch mal ein bisschen abrocken lassen. Jo! Und da hätten wir ihn, den Archer A226 Fashionable Wireless Speaker. Das Ganze verpackt in diesem sehr schlichten Karton. Kurz mal hier von der Seite. E-Mail-Service und die Farbe Silber scheint es auch noch in Orange zu geben. Auch hier von der Seite nochmal, dann kurz hier nochmal die Symbole, ja, steht jetzt nicht viel bei, und auf der Rückseite auch besonders spektakulär, Made in China. So, jetzt geht der schöne Karton kaputt wahrscheinlich, wenn ich hier dieses Klebeband abreiße, wenn ich es denn, oh ja, das ist schade. Das tut weh. So, dann mal aufgemacht. Das Ganze hier in diesem Plastikbeutel. Aber wir gucken mal weiter rein. Ihr seht, sehr schön isoliert hier. Mit diesem Schaumgummi. Dahinter haben wir noch einen winzigen Karabinerhaken. Ist auch recht feste das Ganze. USB mit Micro-USB zum Aufladen. Das Audiokabel. Und ein kleines Heftchen oder Fallblatt, die Bedienungsanleitung. Das schaut so aus. Hier nochmal ein paar Angaben. Kommen wir zum wirklich spannenden. Nicht zugeklebt, nein, einfach nur in der Tüte. Okay, fühlt sich gut an. Muss gerade mal kurz gucken. Hier haben wir ein Gummi zum Verschluss, weil das Ganze ist auch wasserfest oder wasserdicht. Die Anschlüsse, On-Off-Schalter, Audioanschluss, nochmal Modellbezeichnung, wird dann eingedrückt, geht sehr leicht auf, so, feste gedrückt, geht sehr leicht auf, also da muss man aufpassen. Hier haben wir dann auch nochmal auf dem Gummi draufgeschrieben, was sich dahinter befindet. Von oben, Fashion Bluetooth Speaker. Auch die Bedienelemente, Taschenlampe. Wo haben wir denn das Licht? Da, geht sogar, ist Saft drauf. Ist ja witzig, habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Sehr originell. Und wieder aus. Mal von nahem geguckt. Sehr schön. Das Ganze ist so ummantelt mit einem sehr weichen, samtigen Gummi. Also es fühlt sich sehr glatt an. Aber es ist ein Gummi. Sehr schön. Von vorne dann. Das ist hier so ein Blech. Gestanztes Blech. Umrandung ist dann aber wieder Plastik. Hier haben wir noch
Achso, da können wir den Karabinerhaken dran machen. Wupp. Das schaut dann so aus. Und dann können wir uns das quasi an den Gürtel hängen oder so. Da ist so ein Gummi dran. So eine Gummischlaufe hier. Ja, wirklich hübsches Teil. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, ob das Ganze auch so gut klingt. Also machen wir mal auf On, da ja ein bisschen Saft drauf war. Aha, jo. Und jetzt suche ich das mal schnell über mein Handy. Da habe ich mittlerweile schon so viel mit verbunden. Gucken wir mal kurz. Sie werden gleich mit dem nächsten freien Gesprächspartner verbunden. Ah, hat ein bisschen gedauert. Ich musste jetzt dreimal suchen. Aber da haben wir es. A, 2, 2, 6 und Kopplung. Blüpp. So. Dann schaue ich mal wieder in meine spannende Musikliste. Das ist ja cool. Ich kann hier auch über den Lautstärkenregler, wenn ich kurz anklicke, dann geht es zum nächsten Lied. Und wieder zurück. Ja, also klanglich gibt es hier wirklich nicht viel zu meckern. Sehr schöner, ausgewogener Klang. Gefällt mir ausgesprochen gut. Für so ein kleines Teil wieder. Und das Einzige, was hier ein bisschen zu bemängeln ist von meiner Seite, ist, dass dieses Teil hier eigentlich nicht zu bleibt. Das geht immer wieder auf. Aber ansonsten sehr schönes Gerät. Auch dieses Gimmick hier mit der Taschenlampe finde ich mal eine echt witzige Sache. Ja, von Archer hätte ich hier den Wireless Bluetooth Speaker mit der Bezeichnung, Moment, wo hatten wir sie? Hier, A210 Outdoor Wireless Speaker in der Farbe Blau. Gibt es noch in Schwarz, Grün und Orange das Ganze. Naja, aber es gibt auch nicht so viel zu sehen und von daher packen wir das Ganze auch gleich mal aus. So, aufgezogen, aufgeklappt und hier haben wir schon mal so einen kleinen Karabiner. Oh, so, dann mal weiter. Aufgezogen das Ganze, da haben wir es schon. Das ist ja fast schon so ein Babyblau. Okay. Na, komm raus. Dann gucken wir erstmal weiter. Mal hier. Product Overview. Kurzes Faltblättchen. Das halte ich auch mal ganz kurz ins Bild. Aha, aha. Micro-USB, 3,5 Audio-Kabel. So, dann haben wir hier einmal Audio-Kabel. Da gibt es nichts viel zu zeigen. Und das USB-Kabel mit Micro-USB. Auch da gibt es nicht viel zu zeigen. Karton ist soweit leer und von daher mache ich ihn mal wieder zu. So, dann der Speaker himself. Und aufgezogen. So. Rausgeholt das Ganze. Sehr zierlich, auch soweit alles gummiert. Also der blaue Teil ist richtig Gummi, der schwarze etwas härteres Gummi, aber auch Gummi. Was haben wir hier? Kann man das aufmachen? Ne, ist an allen Seiten. Okay. Hier haben wir anscheinend die Anschlüsse, vermute ich mal. Jedenfalls ist da so eine kleine Lasche. Okay. Dahinter verbergen sich die Anschlüsse, Audio, Micro, USB und Micro-SD-Card oder Mini-SD-Card. Die kann man da auch noch. Das Ganze, glaube ich, bis 64 GB. So, wieder verschlossen. Okay. Ist das auch wirklich dicht? Es wirkt ein bisschen labberig. Ja, man sieht auch hier, wie sich das so ein bisschen bewegt. Aber gut. So, auf der anderen Seite. Aha, da können wir anscheinend die Lautstärke regeln.
Und ein Button, Play oder so. Was haben wir hier? Ah ja, hier haben wir weiter. Vor und zurück bzw. Ein- und Ausschalter. Bluetooth-Verbindung. Hier die Aufhängung. Das Metall. Ja, ist auch Metall. Da können wir den Karabiner noch reinklemmen. Ups! So schaut das dann aus. Archer, ja, das wird wohl schnell abgehen. Ist nämlich einfach nur so drauf gestempelt. Das ist die Unterseite. Da haben wir QC Pass steht drauf. Und verschraubt das Ganze. Also so wird es hingestellt. Eingeschaltet. Power. Ist was drauf? Device is ready for connecting. Oh, hier haben wir mal einen Typen. Bei den bisherigen Speakern, die ich hatte, war es immer eine nette Dame, die mich begrüßte. Ah, da haben wir 210. War jetzt gerade ein bisschen friemelig. Es hat nicht auf Anhieb gefunden, aber connecten wir. Kupplung. Dum, 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 dum. Connected. Connected. So. Hier steht eigentlich noch, dass wir einen PIN eingeben müssen. Aber dem ist wohl nicht so. Ich habe hier scheinbar nur langsames. Wie laut gehst du? Achso, geht. Man kann auch weiterschalten. Okay. Und wir hier mal lauter. Ja, richtig satter, warmer Klang, muss ich sagen. Gefällt mir ausgesprochen gut. Auch von der Lautstärke kann man einiges rausholen. Und ich kann jetzt hier nur nicht mehr, da schon etwas später Abend ist, ganz so laut machen bzw. lange laut laufen lassen sowieso. Aus Gründen der GEMA kann ich jetzt natürlich auch nicht so viel Musik laufen lassen. Aber Klang hat mir wirklich gefallen. Und ich bin wirklich immer wieder überrascht, was aus so kleinen Teilen heutzutage rauskommt. Ja, okay, was soll ich sagen? Das waren sie, die beiden Bluetooth-Speaker. Einmal hier die etwas sportlichere Variante, den A210. Den empfinde ich halt mehr so für den Outdoor-Bereich, so beim Schwimmen, beim Grillen, mit Freunden eben unterwegs ist und so. Da finde ich das Ding ganz nett. Bemängelt hatte ich hier etwas die Verschlusskappe, aber das Teil ist eben auch wasserabweisend und jetzt nicht dafür gedacht, dass man das ins Schwimmbecken oder dergleichen wirft. Das gleiche trifft auch auf diesen Bluetooth-Speaker zu. Der ist auch wasserabweisend und auch hier hatte ich die Verschlusskappe etwas bemängelt. Ansonsten empfinde ich den hier etwas passender für den Indoor-Bereich. Der sieht halt so ein bisschen stylisch aus. Der macht sich ganz gut in der Küche oder im Büro. Habe ich selber schon im Büro jetzt genutzt. Ja, klanglich ansonsten tut sich da echt nichts. Also mir ist da jetzt kein großer Unterschied aufgefallen. Und das ist eigentlich generell bei den ganzen Bluetooth-Speakern, die ich so in letzter Zeit bekommen habe, die waren klanglich echt alle für so kleine Teile, war ich bei allen wirklich angetan. Da war noch nicht ein Bluetooth-Speaker bei, wo ich gesagt habe, oh, der hört sich aber scheiße an. Die hatten alle wirklich einen netten, warmen, satten Klang. Und das trifft eben auch auf die beiden zu. Und von daher entscheidet hier in erster Linie, wofür man die Bluetooth-Speaker gebraucht oder was einem eben persönlich mehr anspricht. Naja, das jedenfalls soll es soweit gewesen sein. Und von daher sage ich einfach mal, ciao, mach's gut, bis die Tage und ja, mal gucken, was dann kommt.